Zum alles entscheidenden Spiel um Platz 1 und der damit gleichbedeutenden Qualifikation für die Aufstiegsrunde zur DEL2 trafen die Kassel Huskies am Sonntagabend in der heimischen Kasseler Eissporthalle auf die Füchse Duisburg. Ein Punkt genügt den Nordhessen, um in die nächste Runde einzuziehen. Huskies Coach Jürgen Rohmrich konnte dazu volle Kapelle aufbieten. Nur die langzeitverletzten Benny Finkenrath, Daniel Albrecht und Marc-Philipp Haff konnten nicht mitwirken. Den besseren Start in die Partie erwischten die Huskies, wo Hanka nach 23 Sekunden per Rückhand aus kurzer Distanz und Alex Engel mit einem Pfostenschuss genau nach 3 Minuten verpassten allerdings den Führungstreffer. Nachdem auch Klinge nach 5 Minuten bei einem Alleingang in Unterzahl an Füchse-Torhüter Felix Big scheiterte, kamen die Gäste von der Wedau besser in die Partie. Erarbeiteten sich Feldvorteile und Torchancen. Vor allem Daniel Schmölz, eigentlich Stammspieler bei den Kölner Haien und heute mit Förderlizenz für die Füchse im Einsatz, stellte die Husky-Abwehr mit seiner Schnelligkeit immer wieder vor Probleme. Insgesamt 3 Alleingänge konnte der Fuchs mit der Rückennummer 25 nicht verwerten, beziehungsweise fand in Kai Christian seinen Meister. In einem intensiven Spiel ging es auch dank 2 fehlerfreier Torhüterleistungen torlos in den Mittelabschnitt. Die Huskies kamen dann mit ordentlich Rückenwind aus der Kabine und drängten auf den Führungstreffer. Nach 22 Minuten legte Doyle für Schwab auf, dessen Schlenzer Felix Big aber mit der Fanghand entschärfte. Nach 25 Minuten gab es in Überzahl 2 große Chancen für Kassel. Zunächst traf Valenti per Schlagschuss nur den Außenpfosten. Knapp 2 Minuten später verfehlte Manuel Klinge mutterseelenallein per Drehschuss das Gehäuse. Und so kam es, wie es kommen musste, wenn man beste Torchancen nicht verwertet. In der 30. Minute brachte Markus Schmidt den Puck einfach mal halbhoch vors Husky-Gehäuse. Diego Hofland fälschte zum 0:1 ab. Die Huskies brauchten nur kurze Zeit, um diesen Schock zu verarbeiten und erarbeiteten sich weitere Torchancen, die aber ebenfalls vergeben wurden. Sven Valenti aus der Distanz, Billig aus der Drehung und Brano Bohanka freistehend drüber verpassten den Ausgleich. Nach 35 Minuten waren es die Füchse, die fast das 0:2 nachlegten. Ein Missverständnis zwischen Bohanka und Alex Heinrich nutzte André Hübscher, stürmte auf Kai Christian zu und wurde dabei von Alex Heinrich regelwidrig gestoppt. Zu Recht entschied Hauptschiedsrichter Steinecke auf Penalty, den Kai Christian aber entschärfen konnte. Sekunden vor der zweiten Sirene hatte Michael Christ nach Klinge Querpass eine weitere Möglichkeit auf den Ausgleich. Aber auch er scheiterte 2-mal am starken Duisburger Torhüter Felix Big. Die Huskies brauchten somit einen Treffer, um den überlebenswichtigen Punkt zu holen. Und zunächst bot sich den 5600 Zuschauern in der Kasseler Eissporthalle ein leidvoller Mix aus Kampf und Krampf. Zwar bemühten sich die Schlittenhunde, doch je mehr Zeit von der Spieluhr strich, desto nervöser zeigten sich die Akteure. Gute Einschussmöglichkeiten wurden meist zu überhastet vergeben. Auch ein Überzeitspiel zwischen den Minuten 55 und 57 brachte keinen Erfolg. Als sich viele blau-weiße Anhänger schon gedanklich mit dem Saisonende auseinandersetzten, passierte es dann doch noch. Der heute oft glücklose Kapitän Manuel Klinge fand per Querpass den aufgerückten Sven Valenti, der frei ins halbleere Tor zum viel umjubelten 1:1 traf. Es folgte ein Moment, den es stimmungstechnisch selten, in Kassel aber traditionell in den Monaten März und April zuhauf gibt. Man hatte das Gefühl, das Dach der altehrwürdigen Eissporthalle hob ab. Nicht aufgrund des Renovierungsbedarfs, sondern wegen der Torschreie aus gut 5000 Mündern. Allerdings waren es noch 109 Sekunden, die bis zum regulären Ende zu spielen waren. Und die Huskies machten sich in dieser Zeit das Leben nochmal selber schwer. Genau eine Minute vor Schluss musste Sven Valenti wegen Beinstellens auf die Strafbank. Füchse-Coach Fritz Meier nahm umgehend eine Auszeit und seinen starken Schlussmann Felix Big für einen 6. Feldspieler vom Eis. Die Huskies verteidigten die 4-6 Unterzahlphase stark, hielten den Puck weg von ihrem Gehäuse. 4 Sekunden vor Schluss hätte Brano Bohanka dann unbedrängt den Puck herausschlagen und für das Remis sorgen können. Allerdings chippte der Slowake die Scheibe in die Zuschauerränge, was ihm eine Strafe wegen Spielverzögerung und den Füchsen eine 6:3 Überzahl einbrachte. Jedoch gelang es den Huskies, auch diese wenigen Sekunden von der Uhr zu nehmen und das 1:1 in die Verlängerung zu retten. Der Einzug in die Qualifikationsrunde zur DEL 2 war somit fix.
Das Spiel benötigte natürlich in Verlängerung oder Penaltyschießen noch einen Sieger. Diese noch offene Frage war aber in diesem Moment logischerweise nur zweitrangig, da die Luft auf beiden Seiten komplett raus war. Nachdem die Verlängerung trotz Powerplay-Phasen beider Teams keine Entscheidung brachte, konnten sich die Gäste von der Wedau im Penaltyschießen den Sieg sichern. Die Huskies starten nun am kommenden Freitag in der Kasseler Eissporthalle gegen Heilbronn oder Bad Nauheim in die Qualifikationsrunde. Zwei Tage später geht die Reise zum Südoberligisten nach Selb.